Guten Tag, wir beschäftigen uns hier im zweiten Teil mit dem Geburtsbild der mit dem Beispiel Geburtsbild für eine Multiple Sklerose. Und mache das hier in Teil 2 aus einem ganz simplen Grund. Das war nämlich im ersten Teil ein kleiner Test auch an Sie. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass ich habe ja davon gesprochen, dass es ein Geburtsbild eines Mannes, der an Multiple Sklerose erkrankt ist. Das ist nicht ganz richtig, denn das ist gar kein Mann, sondern das ist ein kleiner Junge, der ist Anfang 2010 geboren. Und das können Sie daran erkennen, dass der Pluto hier am Anfang vom Steinbock steht, der Neptun am Ende vom Wassermann, der Uranus am Ende von den Fischen. Also das sind sehr aktuelle Konstellationen. Da müssen Sie bitte immer darauf achten, dass Sie sich auch die Geburtsbilder mal in dieser Richtung anschauen. Das ist jetzt vielleicht aus Ihrer Sicht nicht unbedingt notwendig gewesen, dass ich Sie da so ein bisschen aufs Glatteis geführt habe. Unabhängig davon, dass die Thematik natürlich, und das ist das Tragische auch für diesen kleinen Jungen und die Eltern, die also bei der Beratung waren, also das war natürlich nicht der Junge, das waren die Eltern, die in der Beratung waren, das ist natürlich trotzdem die gleiche Symptomatik. Das ist aber wichtig, dass Sie sich immer auch mal vergegenwärtigen, wie das Geburtsbild an sich aussieht, um dann eventuell auch zum Beispiel beim Ausrechnen eigene Fehler zu erkennen. Ich hatte früher in den Zeiten, als es noch gar keine Computer gab, in meinen Seminaren immer wieder Schüler, die Geburtsbilder per Hand ausgerechnet haben, die schon allein deshalb völlig falsch gewesen ist, weil sie bestimmte Planetenstellungen aus den Ephemeriden falsch herausgelesen haben und die dann in das Geburtsbild eingezeichnet haben. Da habe ich gesagt, naja, guck doch mal, es ist doch völlig unmöglich, dass der Pluto im Zeichen Widder steht, wenn dieser Mensch gerade mal 30 Jahre alt sein soll, weil das ist hunderte von Jahren her, dass der Pluto sich da mal im Zeichen Widder befunden hatte und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Teil 2 dieses Geburtsbildes, dieser Besprechung für die Multiple Sklerose, soll jetzt insofern präzisiert werden, also dass es einerseits kein erwachsener Mensch ist, sondern ein noch kleiner Junge. Und das Interessante an diesem Beispiel ist eben halt nicht, dass es ein ganz kleiner Junge ist, sondern dass dieses Symptom so früh schon auch auftauchen kann. Die Ärzte haben das festgestellt durch eine wohl diagnostizierte heftige Entzündung des Augennervs auf dem linken Auge. Und das ist auch insofern medizinisch interessant, weil das linke Auge bei Männern oder bei Jungen ist immer der Mond. Das rechte Auge ist immer symbolisiert durch die Sonne. Sie wissen vielleicht, bei den Frauen ist es umgekehrt. Da ist das rechte Auge der Mond und das linke Auge die Sonne. Also hier bei einem Mann oder einem Jungen ist das linke Auge der Mond. Und dieser Mond hat in 12 stehend einen Quadrataspekt auf den Mars. Damit ist also die Entzündlichkeit, hier haben wir das Quadrat sozusagen durch den roten Strich, damit ist die Entzündlichkeit oder die Entzündung des linken Auges dieses Kindes symbolisiert. Das heißt, dieses Quadrat von Mars und Mond hat auf der anderen Seite aber überhaupt gar nichts zu tun mit der multiplen Sklerose. Das ist äußerst interessant, weil der Lösungsweg für den Mond ist, Mond steht in 12, hier ist der Widder, ist der Mars selber. Und der Mars selber hat als Lösungsweg in 3 stehend, hier ist der Krebs an der dritten Felderspitze wieder in den Mond. Das heißt, die bedingen sich hier im Sinne der Rahmenbedingungen untereinander und haben überhaupt nichts geburtsbildsmechanisch gesehen mit dem 11. Feld, in dem also sozusagen die Multiple Sklerose inklusive des Lösungswegs für den Neptun in 10 angesiedelt ist, zu tun. Dennoch ist es aber so, dass über diesen Pfad, über diesen Hinweis der Sehnervsentzündung auf dem linken Auge dieses Kindes die Ärzte auch auf die Spur gekommen sind, dass da eine Multiple Sklerose mit im Spiel ist und haben insofern also auch schon begonnen, das Kind dann entsprechend zu behandeln. Aber für die Eltern, die sehr, sehr aufgeschlossen sind, war das natürlich zu wenig. Und deshalb hatten sie mich aufgesucht, um da die tieferen Hintergründe zu erfragen. Und ich hatte ja schon in Teil 1 dieses Videos gesagt, dass es hier einen lebenshistorischen Hintergrund im Sinne einer Herkunft aus dem prähistorischen Ägypten gibt. Das ist bei Neptun, Uranus, beziehungsweise vor allen Dingen bei Menschen mit Multipler Sklerose immer der Fall.
Und das war für die Eltern auch erstmal sehr befremdlich, kann man ja auch gut nachvollziehen. Aber ich habe ihnen wie immer in solchen Fällen, also auch bei Erwachsenen, wenn man jetzt mit betroffenen Erwachsenen spricht, natürlich versucht, das genauer zu erklären und ihnen eben halt auch gesagt, was sie bei ihrem Kind, das ja, wenn man sich das hier so anschaut, von äußerster Sensitivität ist und mit äußerster Sensibilität ausgestattet ist, worauf sie bei diesem Kind in einem ganz besonderen Maß achten müssen. Und wenn das Kind dann heranwächst und älter wird, die Pubertät hinter sich hat und so, dann ist es natürlich ganz gut, wenn die Eltern auch ab und zu mal aus ihrem Wissen, das sie aus der Beratung auch hoffentlich gezogen haben, ihrem Sohn dann entsprechende Hinweise geben, in welche Richtung er, wenn er sich dann für die Spiritualität langsam öffnen will, in welche Richtung er dann da schauen soll. Denn es ist jetzt natürlich nicht abzusehen, wie die Multiple Sklerose bei diesem Kind, bei diesem Menschen, bei diesem kleinen Mann verlaufen wird. Angeblich ist es ja so, dass Multiple Sklerose nicht heilbar ist, aber der Verlauf, der ist niemals vorherzusehen und es gibt ganz viele Menschen, die MS diagnostiziert bekommen haben, die aber keineswegs irgendwie an Krücken laufen müssen oder gar im Rollstuhl sitzen, sondern nur ab und zu leichte Schübe haben. Und nach meiner Erfahrung mit ja, weit über 100 Multiple Sklerose erkrankten Menschen, also in dem Fall allerdings Erwachsene, das ist das erste Kind, was mir in diesem Fall mal untergekommen ist, kann ich sagen, dass sehr wohl das Wissen um die eigentlichen Ursachen der multiplen Sklerose zu diesen Lebzeiten in dieser Inkarnation einen enormen Einfluss auf das Krankheitsbild und vor allen Dingen auf den Verlauf der Krankheit hat oder gehabt hat. Okay, soweit, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.